Hallo zurück bei einem weiteren Create a Sim Video. Heute habe ich ein neues Ankündigungsvideo für ein neues Projekt eigentlich. Ich habe mich aber entschieden, diesmal euch nicht raten zu lassen, sondern es gleich in den Titel zu schreiben. Ich habe die drei Hauptcharaktere aus der Serie Avatar The Last Airbender erstellt. Und das bedeutet, dass zu diesem Thema ein neues Let's Play rauskommen wird. Am Sonntag wird das hoffentlich starten. Mal schauen, ob ich das schaffe. Und ich bin gespannt, ob ihr schon wisst, worum es geht. Hier haben wir auch schon Aang, der süße kleine Luftbändiger, der Avatar. Und ich finde, ich hatte einen ganz guten Jungen gefunden als Grundlage für Aang. Der hatte schon so die groben Züge, die ihm ähnlich sehen. Und er hat natürlich keine Haare. Ich habe aber auch wie immer keinen CC verwendet. Deshalb hat er auch keine blauen Pfeile oder so. Ich habe zuerst gedacht, dieses, Dias de los Muertos heißt das, glaube ich, dieses Gesamtoutfit zu verwenden. Das dachte ich, gäbe es vielleicht in der richtigen Farbe, aber das sah dann doch nicht so cool aus. Deswegen habe ich dann die Klamotten einfach nach Farben gefiltert und Aang ist ja ein Luftbändiger und die Luftbändiger haben gelb-orange Klamotten an. Und ich finde, das Outfit, was ich dann ausgesucht hatte, passt auch eigentlich ganz gut. Also es sind natürlich irgendwie alltagstauglichere Sachen, als was die Charaktere, was die Charaktere in der Serie anhaben. Also es ist so ein bisschen verweltlicht und realitätsnah dadurch, dass wir halt nur diese normalen Klamotten haben. Aber ich finde, so insgesamt sieht das schon ganz nett aus. Und das ist Katara, genau. Ich habe außerdem, wie ihr vielleicht am Thumbnail schon gesehen habt, zwei Versionen gemacht. Und zwar habe ich eigentlich erst alle als Kinder erstellt und dachte mir dann, dass vielleicht die zwei Geschwister, Katara und Sokka, eigentlich doch schon Teenager sein müssten und habe dann nochmal das Alter nachgeguckt und die sind tatsächlich beide ein bisschen älter als Aang. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, 12 und 14 oder 14, 15, keine Ahnung mehr. Aber die sind auf jeden Fall älter, so dass man die auch schon als Teenager zählen könnte. Deswegen wollte ich das dann auch nochmal ausprobieren. Also nachdem ich dann jetzt die beiden Kinder erstellt habe, ich glaube, ich habe beide erst als Kinder erstellt, habe ich dann beide auch nochmal zu Teenagern gemacht und die auch nochmal erstellt und beides separat abgespeichert. Sodass ihr dann quasi mir sagen könnt, welches davon euch besser gefällt, welches ihr realistischer findet und damit dann auch, welches ich in die Galerie hochladen soll. Ich würde, glaube ich, zu der Kinderversion tendieren. Also wenn ihr nichts dazu sagt, dann werde ich sicherlich die Kinderversion hochladen. Und wenn doch, dann, also ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben. So, da sieht man nochmal Aang in komplett und Katara. Und dann kommen wir zu Sokka, den ich über den Genetikmodus erstellt habe, damit er ja eben von Anfang an Kataras Bruder ist und die beiden sich auch ein bisschen ähnlich sehen, so von Grund auf, dass ich da nicht mehr so viel verändern muss. Ich fand diesen Zopf ganz gut, weil er ja eigentlich neben so abrasierte, weiß nicht, eigentlich fast einen Undercut hat und so eine kleine Punkerfrisur. Das gibt es natürlich für die Kinder nicht, deswegen habe ich da einfach so einen Dutt genommen. Finde ich aber auch ganz gut. Und er hat ein etwas schmaleres Gesicht, etwas länger, aber ich finde, die sind eigentlich beide auch ganz gut. Und da habe ich dann auch die Klamotten wieder nach Farben gefiltert. Da ging dann leider das Oberteil, was Aang hat, nicht. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, so mit dieser Abteilung, aber trotzdem schlicht. Das war mir aber zu hell, deswegen hat Sokka dieses bekommen, was ich auch ganz gut finde, weil das so fast wie so ein Zelt aussieht, wie, ja, weiß ich nicht, wie so eine Fellhütte am Südpol. Südstamm sind sie, ne? Genau, und Und dann habe ich, genau, die Ohren nochmal geändert, weil ich dachte, die muss man ja auch anpassen.
Und ich habe ihm so eine kurze Hose mit Strumpfhose gegeben. Das habe ich bei Katara auch gemacht, mit einer Strumpfhose. Und er hat auch nur Socken an. Die sollen aber quasi solche engen, langen, braunen Stiefel darstellen. Also sehr dünne Stiefel. Das fand ich dann am besten, weil es solche Schuhe irgendwie nicht gab. Genau, und da bin ich dann rüber gewechselt zu den Teenagern und habe die dann nochmal mir angeschaut, wie sie als Teenager aussehen würden. Da konnte man dann auch nochmal die Gesichtszüge ein bisschen genauer bearbeiten, was ich eigentlich ganz gut fand, weil nein, Katara, nein, Sokka sah doch etwas merkwürdig aus mit seinen Ohren eben bei der Umstellung. Dann hat er auch schon ein paar Merkmale bekommen, er ist ein bisschen hitzköpfig und auf jeden Fall ein Vielfraß. Hier finde ich die Klamotten aber richtig cool eigentlich, weil die gleich sehr sportlich aussehen und trotzdem irgendwie, ja, weiß nicht, so kämpfermäßig, als wäre das so ein Kämpferanzug. So ein, ja, weiß ich auch nicht, so ein Kampfkunst-Trainingsanzug. Und da habe ich eine perfekte Frisur gefunden, und zwar diese. Das ist eigentlich, glaube ich, eine Frauenfrisur, aber die hat nämlich genau diese abgeschnittenen Seiten und oben so ein Zöpfchen. Fand ich perfekt für Sokka. Und habe ich dann dem Teenager Sokka eben gegeben. Bei den anderen Outfits hat er ja dann noch mal so ein bisschen variierende Kleidung bekommen, aber trotzdem alles so dunkelblau gehalten und auch ähnlich ja wie das Alltagsoutfit oder was er vielleicht auch noch anhaben könnte. Das ist jetzt nicht unbedingt so nah an der Serie angelehnt, aber ja schon so, dass man das ich vielleicht vorstellen könnte. Ich habe halt bei den Alltagsoutfits versucht, das schon relativ seriengetreu zu machen und so bestimmte Elemente zu übernehmen. Das sieht man auch gleich bei Katara nochmal. Da sage ich dann noch was dazu. Ja, und bei ihm muss ich dann gleich die Frisur noch ändern, weil er eigentlich diese gestylte Frisur hatte, aber ich wollte unbedingt dieses Zöpfchen für ihn. Mit dem Nachnamen wusste ich übrigens auch nicht so genau. Ich glaube, die Teenager und die Kinder unterschiedlich benannt. Also ich habe erstmal nur Wasser hingeschrieben, weil sie ja beide vom Wasserstamm kamen, aber habe dann bei der zweiten Runde speichern, habe ich sie dann, glaube ich, Südstamm genannt oder so. Also ich war da nicht sehr kreativ. Also ja, Kataras Kinderoutfit ist jetzt nicht das Beste, aber ich finde. Ja, also es verdeutlicht halt so diese mehreren Schichten und dann mit der Strumpfhose und dem Rock, das fand ich eigentlich ganz okay. Dafür, dass ich eben keinen CC verwendet habe. Da hat sie dann einen, genau diesen Zopf bekommen, den da. Das sieht ihr, glaube ich, auch relativ ähnlich, so die Frisur passt zu ihr, finde ich. Und dann natürlich auch wieder blaue Klamotten und wie gesagt, da habe ich dann nochmal die Gelegenheit genutzt und die besseren Einstellungsmöglichkeiten bei Erwachsenen bzw. Teenagern genutzt. Weil bei Kindern ist es ja doch sehr eingeschränkt, wie man da das Gesicht modifizieren kann und dann weiß man immer nicht so, was da rauskommt. Und wenn man dann einen Teenager erstellt und der dann Kind wird, dann ich glaube, wenn man ihn dann zurück zum Teenager macht, dann hat er diese Eigenschaften immer noch. Meine ich. Ja, also so rum ist es dann eigentlich besser, weil man dann eben weiß, wie die dann als Große aussehen. So an sich sieht sie jetzt nicht unbedingt aus wie Katara, aber ich finde mit den Klamotten und dem Zopf und den anderen beiden passt es ganz gut an. Finde ich, passt sehr gut und genau, da als Kind hat sie dann auch nochmal diesen Pferdeschwanz, diesen Schwanz, Schwanz, diesen Pferdeschwanz, wie heißt denn das? Geflochtenen Zopf bekommen. Und genau, dann nochmal ein paar Merkmale an. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, da habe ich dem schon was gegeben. Katara hatte einfach gut bekommen und das waren diese Kindermerkmale. Deswegen musste ich dann bei dem Teenager-Teil nochmal neue Merkmale vergeben. Ja, und da sieht man jetzt den Rock, den ich da als erstes gerade hatte, mit diesen Lagen, der so eine dunkle Umrandung hat. Den fand ich ganz gut passend, weil das tatsächlich mich an die Serie erinnert hat, wie sie so ihre Wickelkleidung anhat. Also so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. So Tuch umwickelt und relativ simpel. Es passt leider von den Farben nicht unbedingt zusammen mit dem Oberteil und dem Rock, aber ich wollte unbedingt den Rock wegen dieser
Wickeloptik und weil der nicht so perfekt gerade ist und den fand ich deswegen sehr gut passend. Ja, die Farbzusammenstellung, da kann man ja drüber streiten. genau, und dann hat sie auch noch andere Outfits bekommen für die anderen Gelegenheiten. Da weiß ich gerade nicht, ob ich das bei Aang auch gemacht habe. Ich glaube es gerade nicht eigentlich. Und bei den Kindern glaube ich auch gar nicht. Also da, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich habe wirklich nur den Teenagern jetzt für jede Kategorie ein Outfit verpasst. Aber gut, das kann man ja dann auch noch zufügen. Oder also ich meine, meistens sind sie ja sowieso in der Alltagskleidung. Das wäre aber echt blöd jetzt, wenn ich das nicht gemacht habe. Naja. Ah, genau. Und dann die neuen Merkmale. Da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten bei Katara. Ich habe ihr dann, glaube ich, Seelenverwandte gegeben, weil ich dachte, sie ja möchte ja unbedingt irgendwie mit Aang so ein bisschen, naja, also weiß sie vielleicht noch nicht, aber genau, dann Angstmerkmale und gleich ist auch schon fertig. Also ja, Seelenverwandte, weil sie ja trotzdem auch Gutes in der Welt verbreiten möchte und der Gang passte super zu Sokka. Genau. Und dann kommt gleich noch ein Bild der fünf. Genau, da seht ihr sie alle fünf, wie auf dem Screenshot. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann schreibt mir doch in die Kommentare. Bis dann!